Du hast keine Zeit und weil du keine Zeit hast, hast du auch kein Geld. Stimmt's? Und wie löst du das Ganze? Das erkläre ich dir jetzt hier in diesem Video. Das Problem kennst du doch. Ja, dir geht's genau wie mir. Wir alle haben zu wenig Zeit. Und weil wir zu wenig Zeit haben, naja, kommen wir eben zum Beispiel nicht dazu, wirklich richtig guten Börsenhandel zu machen. Und deswegen verdienen wir nicht genügend Geld. Hast du dich jetzt so ein bisschen wiedererkannt oder sagst du, ja, manchmal bräuchte ich einfach ein bisschen mehr Zeit? Ne? Und das ist ein Problem, was ich sehr, sehr häufig höre und deswegen gibt es heute eine Lösung dafür. Okay, schauen wir uns erstmal an, wie ist es denn überhaupt mit der Zeit? Okay, also, ich war hier künstlerisch aktiv. Jeder Tag hat 24 Stunden und das ist schon mal gleich. Alle Menschen auf der Welt haben eine Sache gemeinsam, wir haben alle 24 Stunden Zeit am Tag. So, wie teilt sich das jetzt normalerweise in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, wie teilt sich das Ganze auf? Ne? Also, wenn wir einfach mal sagen, okay, die meiste Zeit verbringen wir natürlich bei unserer Arbeit. Also fast alle, die hier zuschauen, ne, da gibt es ein paar, die sind vielleicht noch Studenten, ein paar sind vielleicht Rentner, aber die Masse geht ja einer geregelten Tätigkeit nach, egal ob jetzt als Angestellter oder als Selbstständiger. Und wie viel Zeit verbringst du? Naja, wenn wir mal so schauen, im Schnitt wird immer noch rund 40 Stunden in der Woche gearbeitet, also 8 Stunden am Tag. Aber diese 8 Stunden stimmen ja nicht, weil da hast du ja ein bisschen Pause dazwischen, dann musst du zu deiner Arbeit hinfahren, du musst auch wieder nach Hause fahren. Also ich denke, wir alle können ganz, ganz locker und entspannt sagen, dass du 10 Stunden am Tag von den 24, also hier 10 Stunden, kannst du ganz, ganz locker einplanen, verbringst du mit deiner Arbeit. Und damit ist die Arbeit für die Masse von uns tatsächlich das, wo wir die allermeiste Zeit damit verbringen. Okay? So, kommen wir zum zweiten Punkt. Womit verbringen wir auch die, oder einen sehr großen Teil unseres Tages? Und das ist tatsächlich hier mit Schlaf. Ne? Es ist ja noch nicht so genau erforscht, warum der Mensch überhaupt schläft. Ne? Warum hat sich das die Natur so ausgedacht, dass wir ein Drittel unseres Lebens schlafen verbringen, ne? Wo wir eigentlich nichts machen. Jetzt kann man sagen, ja, okay, das braucht man zum Erholen und so weiter, das stimmt. Aber trotzdem weiß noch keiner so richtig genau, warum das so ist. Die Natur hätte ja auch sagen können, hey, du bist nach 4 Stunden wieder fit oder nach 3. Hm? Aber im Grunde genommen, die Masse der Menschen schläft zwischen 6 und 8 Stunden. Und wir sagen einfach mal, komm, 8 Stunden, ne? Weil du musst mal ein bisschen Zähne putzen zwischendurch, früh und abends und so weiter. Also sagen wir auch hier 8 Stunden. So, also 8 Stunden. Und jetzt siehst du, wenn wir das schon mal zusammenrechnen, sind das 18 Stunden. So, das heißt, wir haben jetzt 18 Stunden und das bedeutet, wir haben noch 6 Stunden übrig für Familie, Hobby, Freunde und jetzt soll auch noch irgendwo Börse reinkommen. Na? Und das ist das, dass die meisten Menschen sagen, ich würde das ganz gerne machen, aber ich weiß einfach nicht wann. Weil wo willst du dir das Ganze denn abknapsen? Ne? Also hier Arbeit wäre schön, ne? Ist die Wunschvorstellung. Ein bisschen weniger arbeiten und dafür Börse machen, aber dazu musst du es erstmal können. Weniger schlafen, naja, okay. Ne? Bringt das wirklich was, wenn du jetzt sagst, okay, dann stehe ich halt früh um 5 auf, da sind die meisten Börsen noch zu, bringt dir also auch nichts. Ne? Und dann, naja, wo willst du an der Familie, willst du im Hobby, willst du bei den Freunden, wo willst du das wirklich Zeit sparen? Ne? Und deswegen sagen viele Menschen, Mensch, ich verstehe das zwar und ich würde gerne auch ein bisschen mehr Börse machen, aber ich habe einfach keine Zeit. Und jetzt will ich dir aber etwas zeigen und das ist etwas, was auf alles zutrifft, nicht nur auf das Thema Börse, sondern wir verschwenden unglaublich viel Zeit, weil wir Dinge einfach nicht können. Nicht, weil wir es nicht kennen, sondern weil wir es nicht können. Und ich will dir das an einem ganz, ganz simplen Beispiel erläutern. Okay? Und dazu schauen wir uns mal Folgendes an. Und zwar, du siehst, ich war hier wunderschön kreativ. Stell dir mal vor, das ist ein Kühlschrank, okay? Ein guter deutscher Kühlschrank hier von Miele, ne? Also was Hochwertiges. Und jetzt käme die Aufgabe, koch mal was, okay? Du sollst etwas kochen. So, und gedanklich ersetzen wir jetzt schon mal, koch mal etwas mit Börse. Also, handel mal, mach mal Geld an der Börse, okay? Und hier diesen Kühlschrank, den kannst du auch ersetzen mit Börse oder mit Markt, mit Aktien. Also das heißt, das, was uns der Markt so anbietet. Okay? So, und jetzt gibt es verschiedene Herangehensweisen. Ich erkläre das immer beim Kochen und du gehst gedanklich einfach mit und überträgst das auf das Thema Börsenhandel. So, fangen wir mal an. Also, stell dir vor, du hast, wie die meisten Menschen heutzutage, überhaupt keine Ahnung,
und ich sage zu dir, los, koch mal für uns beide was, ne? Oder koch mal was für deine Familie. Das Einzige, was du hast einen vollen Kühlschrank, alles ist drin. So, wie schaut das jetzt aus? Jetzt stehst du davor, hast überhaupt keine Ahnung, was du machen sollst und guckst du rein und denkst, naja, ich habe das, was esse ich gern? Und ja, und dann wirst du irgendwie was machen. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, Zeit und hier Ergebnis. Also das heißt, wenn du überhaupt keine Ahnung hast, dann wird es so sein, dass du wahrscheinlich hier relativ viel Zeit brauchen wirst, aber das Ergebnis wird eher nicht so gut sein. Ne? Das heißt, ohne Ahnung, ohne einen Plan, ohne dass du was weißt, überhaupt keine Ahnung. So, also das hier ist hier ohne Ahnung. So, übertrag das mal auf die Börse. Du hast überhaupt keine Ahnung, du weißt überhaupt nicht, was du machen sollst. Du hast einen riesigen Markt voller Aktien, viele, viele Gelegenheiten, aber du hast keine Ahnung. Und dann sitzt du davor und überlegst, was kommt am Ende raus? Nix, viel Zeit verschwendet, aber es nichts rauskommt. So, jetzt gehen wir weiter. Jetzt sage ich zu dir, hey, pass mal auf, koch mal was. Hier hast du ein Kochbuch oder hier hast du einen YouTube-Kanal, wo ganz viele Kochrezepte vorgestellt werden. Und die schaust du dir an und du nutzt dieses Buch und liest das. Wie sieht es jetzt aus? Naja, du wirst auf jeden Fall schon mal weniger Zeit benötigen. Ne? Weil jetzt hast du ja eine Idee. Wenn es jetzt heißt, irgendwie, keine Ahnung, mach Kartoffelsuppe, da guckst du halt nach und kannst nachschauen, wie das geht. Ne? Oder aber du guckst dir halt Videos an und da kriegst du ein bisschen was erläutert, wie das funktioniert. Und damit hast du mal eine grobe Idee, wie das Ganze funktionieren könnte. Wie wird das Ergebnis sein? Sind wir mal ehrlich, das wird schon deutlich besser sein, als wenn du überhaupt keine Ahnung hast. Aber, naja, sagen wir mal, das ist halt immer noch Minus. Ne? Das ist immer noch nicht so, wo du sagst, das ist wirklich gut. Also hier Kochbuch. So, und jetzt bitte, du machst wieder gedanklich mit und überträgst das Ganze an die Börse. Ne? Wenn du da ein Börsenbuch hast, wenn du da einen YouTube-Kanal hast, dann wird es schon besser sein, als wenn du das nicht machst. Du wirst schon weniger Zeit benötigen. Auch dein Ergebnis wird besser sein. Also richtig, richtig toll wird es nicht sein. Dritter Punkt, jetzt kriegst du zu diesem Kochbuch noch einen, sagen wir mal, ein Training dazu, okay? Und zwar, pass auf, wir machen kein Training daraus, wir machen eine Lehre daraus. So, und zwar gehst du jetzt ein paar Wochen, ein paar Monate in eine Küche und lernst, wie Kochen geht. Ne? Jeden Tag gehst du dahin. Und dann zeigt dir jemand, hey, so musst du Zwiebeln schneiden und so wird Fleisch verarbeitet, so wird ein Fisch auseinandergenommen und so weiter und so fort. Wie sieht es jetzt aus, wenn du wieder vor dieser Aufgabe stehst, koch mal was. Deine Zeit wird viel, viel weniger sein, die du in Anspruch nimmst. Und jetzt werden deine Ergebnisse auch gut sein. Weil du es ja jetzt plötzlich machst, du lernst ja jetzt richtig, wie es geht. Okay? So, und jetzt kommt aber noch etwas obendrauf, nämlich, wie funktioniert eigentlich eine Lehre? Eine Lehre funktioniert, indem du das hier bekommst, aber du bekommst natürlich auch noch einen Lehrmeister. Das heißt, du könntest ja jetzt auch eine Lehre machen, indem du dir einfach einen extrem ausführlichen Videokurs anschaust. Ne? Einen extrem ausführlichen Videokurs, wo alles beschrieben ist. Okay, dann hast du das Ganze in der Theorie. Aber würde es nicht noch mal ein bisschen besser funktionieren, wenn jedes Mal, wenn du was machst, ein Lehrmeister neben dir stehen würde, der dann sagen würde, so, hier, pass mal auf, ich zeig dir mal schnell, wie die Zwiebeln geschnitten werden oder guck, schau mal hier, irgendwie, keine Ahnung, eine Ananas schneidet mal am besten so, ne? Dann wäre es doch eigentlich das Optimum. Und deswegen sind genau Lehren so aufgebaut, ne? Dass es immer einen Lehrmeister dazu gibt. So, und zu was wird das jetzt führen? Du wirst relativ wenig Zeit brauchen. Ne? Es wird ganz, ganz schnell gehen. Also wo du vielleicht hier oben, wenn du überhaupt keine Ahnung hast, Stunden brauchst, kriegst du vielleicht jetzt das Ganze in 10, 15, 20 Minuten hin. So, und wie wird dein Ergebnis sein? Das wird natürlich hier richtig gut sein. Ne? Du wirst ein richtig gutes Ergebnis in ganz kurzer Zeit hinbekommen. Und jetzt kommen wir nochmal auf diesen Punkt zurück. Halt, das war der falsche. Nämlich hier, wir gehen nochmal hierher. Das Problem mit unserer Zeit ist nicht, dass wir zu wenig Zeit haben, sondern dass wir unsere Zeit nicht effektiv nutzen. Und das ist jetzt nicht, weil wir es nicht wollen, sondern weil wir es nicht können. Ne? Also jemand, der völlig ohne Plan, völlig ohne Idee in ein Fitnessstudio geht,
der kann da 3 Stunden jeden Tag rumhampeln und kommt trotzdem raus und sagt, ah, ich habe diese Woche 20 Stunden im Gym verbracht und hat nichts auf die Reihe gekriegt. Und jemand, der einen richtigen Plan hat, der vielleicht einen Personal Trainer hat, der sagt, hey, hier ist dein Plan, du machst heute das, du machst heute das, du machst heute das und morgen machst du das, das, das. Und der vielleicht sogar noch daneben steht und ihm immer mit Unterstützung gibt, ne? Der macht vielleicht jeden Tag 1/2 Stunde und kommt raus und ist topfit. So, also, das heißt, wir müssen, wenn wir etwas erreichen wollen, müssen wir wissen, wie es geht. So, und wie das an der Börse geht, das will ich dir zeigen. Und deswegen möchte ich dich einladen, und du hast es vielleicht hier schon gesehen, und zwar am 14. Mai 2024, ne, also wenn du das Video später siehst, Pech gehabt, sorry, aber am 14. Mai 2024 machen wir ein Webinar, veranstalte ich ein Webinar live, 18.30 Uhr deutsche Zeit, also ich schreibe es auch hier extra nochmal hin, es ist ein Live-Webinar, so, und da werde ich dir zeigen, wie du mit maximal 48 Minuten am Tag finanziell frei werden kannst. Ich weiß, ein riesengroßes Versprechen und vielleicht sagst du jetzt, ah, das kann überhaupt nicht funktionieren. Ne? Und ich gebe dir recht, das klingt nach, ja, es klingt so ein bisschen abgehoben, aber überzeug dich doch mal. Wenn du mir jetzt nicht glaubst, ne, das wäre mir übrigens sehr recht, weil dann kommst du kritisch in dieses Webinar. Und ich möchte Menschen, die kritisch sind, die nicht einfach alles, was ich sage, für wahre Münze nehmen, sondern wenn du wirklich Erfolg machst, musst du ein bisschen kritisch an eine Sache rangehen. Du musst nicht immer rangehen an alles und sagen, alles, alles Mist, aber sagen, hm, kann das wirklich sein? Und dann überzeug dich selber. Und deswegen lade ich dich ein. 14. Mai 2024, das ist nächste Woche Dienstag, 18.30 Uhr. Den Link zum Webinar findest du hier unter dem Video. Du kannst dich jetzt noch anmelden. Warum sage ich jetzt? Ganz einfach, weil wir haben eine begrenzte Anzahl an Plätzen. Wir haben 3.000 Plätze. Du wirst sagen, 3.000 Plätze ist doch wahnsinnig viel. Ist es nicht, weil wir haben schon über 2.500 Anmeldungen. So. Und deswegen, wenn du noch einen dieser Plätze haben möchtest, und heute, das Video kommt raus, am Männertag, ne, sind viele nicht zu Hause. Wenn du es heute schon siehst, heute am Donnerstag, ne, drück auf den Knopf, melde dich noch an. Es ist kostenfrei, es gibt keine Aufzeichnung, wir schicken es später nicht zu. Nur wer sich anmeldet, nur wer dabei ist, kann dieses Webinar anschauen. So, und wie gesagt, ich zeige dir, wie du mit maximal 48 Minuten am Tag finanziell frei werden kannst, wie du deinen Börsenhandel richtig gestalten kannst. Und wenn du sagst, das interessiert mich, dann sei mit dabei. Nächste Woche Dienstag, 18.30 Uhr. Ich freue mich auf dich.